Die Belastungsgrenze des Planeten ist bereits überschritten. Quer durch alle politischen Lager habe deshalb die Suche nach einem alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell eingesetzt. Das sagt der Arbeitssoziologe Professor Dr. Klaus Dörre von der Uni Jena. Und ihn habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Dörre. Wachstum ohne Ende, Fragezeichen, die Frage stelle ich mir auch. Geht eigentlich ein Kapitalismus ohne Wachstum? Ist das nicht die Grundlage des Kapitalismus? Das kann man so sagen. Man muss allerdings jetzt mal genauer spezifizieren, was eigentlich wachsen soll oder was damit gemeint ist. Charakteristisch für Kapitalismus ist eigentlich das permanente Wirtschaftswachstum. Also selbst in Phasen relativer wirtschaftlicher Stagnation haben wir immer noch Regionen in der Weltwirtschaft, die wachsen. Die tatsächlich sozusagen auf die Vermehrung gesellschaftlichen Reichtums gerichtet sind, aber das in einer spezifischen Weise. Typisch für Kapitalismus ist, was man auf eine einfache Formel GW, G' Geld, Ware, mehr Geld nennen könnte. Das heißt, Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung, wo die Verwertung von Wert zu einem Selbstzweck wird. Das ist das eigentlich Charakteristische am Kapitalismus und es ist tatsächlich richtig, ohne dass der Kuchen wächst, lässt sich Kapitalismus eigentlich nicht stabilisieren. Das sehen Sie jetzt oder haben Sie gesehen in der europäischen Krisensituation. Wenn die Ökonomie nicht läuft, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, bedeutet das noch mehr Armut, noch mehr Prekarität. Es bedeutet möglicherweise gesellschaftliche Instabilität, Konflikte. Und das traditionelle Mittel, solche ökonomischen Krisen im Kapitalismus zu überwinden, ist tatsächlich die Generierung von Wirtschaftswachstum gemessen in der Regel an den Kennziffern des Bruttoinlands- oder Bruttosozialprodukts. Sie zitieren ja den Vordenker Meinhard Miegel, also der Konservative ist, der von der Abkehr vom konventionellen Wohlstand spricht. Wenn wir uns vom konventionellen Wohlstand abkehren, müssen wir uns dann nicht auch vom Wachstum abkehren und dann gerät das ganze System ins Wanken? Das schreibt der Miegel überraschenderweise auch so. Also er macht in seinem Buch, Exit heißt das, tatsächlich eine sehr scharfsinnige Analyse bis zu einem bestimmten Punkt, das Überschreiten der Belastungsgrenzen des Planeten zielt. Also etwa bei den Emissionen, dem Klimawandel. Man kann es festmachen am ökologischen Fußabdruck und so weiter, dem Ressourcenverbrauch etc. Da sind wir schon über die Belastungsgrenzen weg und zwar seit längerem und anhaltend. Daraus schlussfolgert er in der Tat, dass wir nicht machen können wie bisher. Er sieht eine Gefährdung für die Basisinstitutionen des westlichen wohlfahrtsstaatlich regulierten Kapitalismus. Aber die Schlussfolgerung bei ihm ist jetzt nicht etwa Kapitalismus und Marktwirtschaft zur Beseitigung, sondern das genaue Gegenteil. Er verortet das Problem im Grunde beim Konsum, also beim Massenwohlstand. Und den will er reduzieren, und zwar ohne die sozialen Ungleichheiten zu beseitigen, also ohne Umverteilung. Von oben nach unten, wenn man so will. Und das mündet dann in ein Gesellschaftsmodell, wo scheinbar attraktiv Arbeit wieder wichtiger wird. Aber das Modell ist tatsächlich, der Polizist soll nicht nur seinen Polizeiberuf ausüben, sondern er soll nebenbei, bitteschön, auch noch seinen Garten bestellen und auf dem Wochenmarkt sein Gemüse feilbieten und die Bandarbeiterin soll schon am Band arbeiten, aber nebenbei noch den Frisiersalon oder den Schönheitssalon betreiben und so weiter und so weiter. Also es ist die Vorstellung einer Verallgemeinerung selbstständiger, quasi unternehmerischer Arbeit. Wir alle sollen länger arbeiten für weniger Geld, weniger konsumieren. Das in einer ungleichen Gesellschaft ist mir völlig rätselhaft, wie eine solche Entwicklung eigentlich in der Gesellschaft durchsetzbar sein soll. Das heißt, ich sehe bei Miegel ein gutes Motiv, einen klaren Blick auf bestimmte Probleme, aber die Schlussfolgerung leuchtet mir überhaupt nicht ein. Die Schlussfolgerung scheint ja der Knackpunkt zu sein. Also kann der Wachstumskapitalismus als Wirtschaftsform überwunden werden und was kommt denn danach? Gibt es sowas wie eine Postwachstumsgesellschaft und ist das dann noch Kapitalismus in Reinform? Also es kann nicht mehr Kapitalismus in Reinform sein, das ist klar. Eine Gesellschaft bzw. eine Wirtschaftsweise, die tatsächlich darauf ausgerichtet ist, dass das Wachstum, das Wirtschaftswachstum zu einem Selbstzweck wird, ohne dass es sozusagen noch wirklich Bedürfnisse befriedigt, das ist eine Wirtschaftsweise, die auf Dauer nicht überlebensfähig ist. Da gibt es die Endgefechte etwa in den USA, wenn man versucht, Peak Oil durch Fracking zu überwinden, wo doch relativ klar ist, jedenfalls nach seriösen wissenschaftlichen Studien,
dass auch da die Vorräte sehr viel weniger groß zu prognostizieren sind, als das in der öffentlichen Debatte gegenwärtig erscheint. Also im Grunde hat eine solche Wirtschaftsweise, die auf Expansion zielt, auf die Ressourcenverbrauch, Schadstoffemissionen einschließt, ihre Zukunft hinter sich. Das muss man ganz klar sagen. Das Problem ist nur, dass so eine Gesellschaft schwer zu überwinden ist. Dieses Stichwort Postwachstumsgesellschaften ist gegenwärtig nicht mehr als eine Metapher, hinter der sich sehr unterschiedliche Ideen versammeln. Sie finden das, Meinhard Miegel haben wir schon angesprochen, sie finden aber auch ausgesprochen reaktionäre, ja geradezu ökodiktatorische Konzepte auf der äußersten Rechten. Sie finden diverse Vorstellungen eines Green New Deal oder eines intelligenten Wachstums, also Herr Füchs, der ja sozusagen am Vorabend unserer Tagung sein Buch vorstellen wird, Böll-Stiftung hat ein solches Buch verfasst, intelligent wachsende, klare Absage in diesem Buch an die Idee einer Postwachstumsgesellschaft. Es reicht über Formen eines Global Deal bis hin eben zu ökosozialistischen Konzepten, könnte man sagen, die tatsächlich die Überwindung des Kapitalismus ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen. Das sind aber bisher allesamt sehr vage Konzepte, von denen man überhaupt noch nicht sehen kann, was sich durchsetzen wird. Ulrike Herrmann, die Wirtschaftsjournalistin, schreibt in ihrem neuen Buch Der Sieg des Kapitals, dass es zumindest sinngemäß, dass es sowas wie Kapitalismus Light oder eine Marktwirtschaft nicht geben kann. Das wird so nicht funktionieren. Teilen Sie die Auffassung? Ja, wir können das ja an der Krisensituation 2008, 2009 kann man das sehr schön zeigen, was eigentlich Zangenkrise meint. Der Kapitalismus befindet sich tatsächlich in einer ökonomisch-ökologischen Doppel- oder Zangenkrise. Wenn wir uns die Krise 2008, 2009 angucken, dann stellen wir fest, dass 2009 das einzige Jahr ist, wo die Emissionen weltweit zurückgegangen sind. Man könnte jetzt etwas zynisch sagen, ökologisch gesehen ein Segen. Der Grund dafür sind aber nicht sozusagen nachhaltigere Wirtschaftskonzepte, sondern der Grund ist, dass die Industrieproduktion eingebrochen ist. Als die Weltwirtschaft 2010 wieder anzog, hatten wir sofort wieder Emissionen auf Rekordniveau, mit der Konsequenz, dass der Weltklimarat inzwischen davon ausgeht, dass bis zum Jahrhundertende im schlechtesten Szenario wir mit einer Erderwärmung von durchschnittlich 4,5, 4,8 Grad zu rechnen haben. Wobei schon die 0,8 Grad, die wir jetzt haben, in manchen Erdteilen katastrophale Konsequenzen zeitigt. Weil durch Gletscherschmelze Trinkwasser fehlt, weil schon sozusagen eine geringe Erwärmung in manchen Zonen der Erde, etwa in der Sahelzone, Hungersnöte verursacht und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon jetzt katastrophische Ausprägungen dieser Krise. Wir müssen nur nach Lampedusa schauen, um zu sehen, also dass da gewaltige Kräfte malen und es den vermeintlichen Wohlstandszonen immer schwerer fällt, sich von dem Elend in der Welt abzugrenzen. Und ich würde schon sagen, dass auf Dauer Problemlösungen in der bestehenden Form kapitalistischer Marktwirtschaften nicht möglich ist. Also ich denke schon, dass in the long run der Kapitalismus als Wirtschaftsweise und Gesellschaftssystem überwunden werden. Das heißt, der muss überwunden werden über die neue Form, über die neue Wirtschaftsform. Da müssen wir natürlich noch diskutieren, aber der Transformationsprozess dahin, wohin auch immer, wie kann denn der gestaltet werden? Kann das tatsächlich ein Prozess sein oder braucht es vielleicht den Zusammenbruch, den totalen Crash, der dann einen Neuanfang erlaubt mit all den schmerzlichen Auswirkungen? Der Crash wird in dem jüngsten Bericht an den Club of Rome, den Hornranders vorgelegt hat, im Grunde prognostiziert. Nicht? Also da ist die These, in den meisten Bereichen reagieren die Gesellschaften und die Politik zu langsam, um die Weichen noch umstellen zu können. Das Problem ist nur, also diese im Grunde sind katastrophische Entwicklungen das Wahrscheinlichste im Moment. Das Problem ist nur, wir haben dann wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, das Ruder umzusteuern, das Ruder umzulegen, weil einfach die Konsequenzen zu verheeren sind. Und deshalb halte ich wenig also von solchen Untergangs- oder Zusammenbruchsszenarien, wenn man über den politischen Willen und die Möglichkeit zu politischem Handeln und Umsteuern redet.
glaube, der erste Punkt ist, dass wir mit Blick auf die europäische Krise was tun sollten, was ökologisch noch nicht nachhaltig ist, aber Zeitgewinn bedeutet. Ich halte mit Blick auf Europa, insbesondere die europäische Peripherie, und da unterscheide ich mich von manch anderen Kapitalismuskritikern, an Green New Deal, der tatsächlich ökologisch orientierte Investitionen beinhaltet, die aber dort erfolgen müssen, wo sie auch sozusagen real gebraucht werden. Also etwa in Griechenland, Italien, in Spanien, in den Anrainerstaaten im Mittelmeer und so weiter. Das Umsteuern auf regenerative Energien, nachhaltige Energiekonzepte, dezentrale Nutzungsformen, dezentrale Produktionsformen, das halte ich für einen ganz wichtigen Ansatz, der in solche Konzepte eines Green New Deal schon eingebunden werden sein kann. Es kommt was Zweites dazu, wenn ich das noch sagen darf. Ich glaube, dass die meisten ökologisch orientierten Transformationskonzepte die soziale Frage unterschätzen. Man kann sagen, Tim Jackson hat das sehr schön in seinem Buch skizziert, dass je ungleicher Gesellschaften sind, desto schwerer ist es, ökologisch umzusteuern, weil ungleiche Gesellschaften die Tendenz zum positionalen Konsum fördern. Das heißt, wir konsumieren nicht, weil wir bestimmte Dinge verzehren wollen, sondern um damit eine bestimmte Position in der Gesellschaft zu signalisieren. Das ist sozusagen der Treiber einer konsumistischen Lebensweise. Die Ungleichheit ist es, die dringend verringert werden muss. Deshalb braucht man Umverteilung von oben nach unten. Und man braucht egalitärere Gesellschaften. Da, glaube ich, muss man unbedingt ansetzen, der Prekarisierung von Arbeit begegnen, dem Verfall von Löhnen begegnen, um überhaupt zu verhindern, dass die Ökologieproblematik von der Tagesordnung verdrängt wird. Sie reden bei dem Transformationsprozess davon, dass politisch umgesteuert werden muss und politisches Handeln nötig ist. Sind denn die politischen Institutionen, wenn wir mal bei Europa bleiben, überhaupt noch handlungsfähig? Ist denn nicht das Primat der Wirtschaft viel größer und die Macht? Oder können europäische Institutionen, auch nationale Institutionen überhaupt noch was tun? Können die noch handeln? Sie könnten schon. Dass sie es gegenwärtig nicht tun, es steht auf einem anderen Blatt. Der Punkt ist nur, dass sich die Probleme eine Zeit lang verdrängen lassen, aber dann schlagen sie umso heftiger zurück. Sie können Europa abschotten, aber sie werden früher oder später eben doch, Stichwort Lampedusa, mit etwas konfrontiert, was sie sozusagen mit einer solchen Abschottungspolitik miterzeugen. Man kann globale ökologische und soziale Probleme nicht dauerhaft verdrängen. Sie schlagen sozusagen auch auf die Reichen und Entwickelten Gesellschaften zurück. Deshalb glaube ich, dass wir Situationen bekommen werden, Stichwort staatsbürokratischer Sozialismus DDR 1989, wo scheinbar stabile Institutionen und politische Konstellationen über Nacht zusammenfallen können. Das muss nicht unbedingt positiv sein, das muss nicht automatisch in eine freiere, demokratischere Gesellschaft münden. Wir sehen das am arabischen Frühling, wie schwierig solche Rebellionen, Umbruchprozesse sind. Aber dass solche Erschütterungen kommen werden, das früher oder später, das steht für mich außer Zweifel. Die Frage ist, wie man darauf sinnvoll reagieren kann. Ich sehe drei Elemente. Eine progressive Politik des Umsteuerns muss Momente des Bruchs beinhalten. Also sie muss sozusagen mit einer Verwertungslogik des Kapitals brechen, die auf Profitmaximierung um jeden Preis und damit auch auf Wachstum um jeden Preis zielt. Solche Formen des Wirtschaftens gibt es ja bereits. Also es gibt keine rein kapitalistischen Gesellschaften, sondern wir haben überall dritte, vierte Sektoren. Wir haben im Moment einen Boom des Genossenschaftswesens, als ein kleines Beispiel bei den Energiegenossenschaften. Die stehen unter einem harten Wettbewerbs- und Ökonomisierungsdruck. Aber das sind Ansätze zu einer nicht profitorientierten Wirtschaftsweise, die schon jetzt in den Gesellschaften existieren, auch in den entwickelten, und die man mit entsprechender politischer Unterstützung ausbauen könnte. Der zweite Punkt beim Bruch ist, dass wir neue Eigentumsformen brauchen in strategisch relevanten Wirtschaftssektoren. Das betrifft neben dem Energiesektor, insbesondere den Bankensektor, den Finanzsektor, wo ich denke, dass sozusagen Finanztransaktionen und Finanzgeschäfte tatsächlich eine andere Form von demokratischer Öffentlichkeit brauchen, als wir sie gegenwärtig haben. Sehr schwer durchzusetzen. Aber auch da sieht man, Stichwort Finanztransaktionssteuer kam aus der globalisierungskritischen Bewegung. Inzwischen ist sie sozusagen zu einem Bezugspunkt selbst der konservativen Eliten geworden. Nicht? Selbst da ist das nicht mehr unmöglich. Also auch da sind rasche Veränderungen möglich. Das ist das Moment des Bruchs.
das Moment der Reform muss dazukommen. Also egal, ob Sie jetzt eine kapitalistische oder eine nicht kapitalistische Gesellschaft haben. Das Umsteuern auf regenerative Energien, da stecken sozusagen technisch-organisatorische Fragen drin. Steckt die Frage drin, will man dezentral produzieren und nutzen? Wer soll das tun? Wie sollen die Finanzierungen aussehen? Die Sie lösen müssen, relativ unabhängig vom Gesellschaftssystem. Da braucht es sozusagen schon Reformen im Kapitalismus. Und das Dritte habe ich im Grunde schon genannt, das ist sozusagen das Praktizieren von Alternativen. Wir haben ja schon jetzt das Praktizieren auch von alternativen Lebensweisen. Das heißt, wir alle müssen uns natürlich ändern. Wir alle müssen auch eine neue Lebensweise entwickeln. Und auch da gibt es natürlich eine Menge an Beispielen, an schrittweisen kleinen Entwicklungen, die in der Summe sehr viel bedeuten können. Das heißt, in der Konsequenz stelle ich mir gesellschaftliche Transformation als einen Tausendfüßlerprozess vor. Eine Mischung aus Revolte, Reform von oben, Reform von unten, Praktizieren von Alternativen zum Bestehenden, die in der Konsequenz allmählich und auf längere Sicht tatsächlich auf einen systemischen Wandel rausläuft.